Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu City Skylines, zu meinem kleinen Let's Play hier. Ja, heute haben wir wieder einiges vor, beziehungsweise ich habe einiges vor. Ich bin noch so ein bisschen überlegen, wie wir die ganze Sache angehen. Also aktuell ist es ja so, dass ich das quasi aufnehme live mit euch und wenn ich halt mal schnell längere Zeit was baue und nicht viel kommentiere dazu, dann gibt das Ganze als Timelapse mit Musik und so. Keine Ahnung, wie das bei euch ankommt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch okay ist oder ob ihr sagt lieber, wäre vielleicht sinnvoll, du nimmst es auf und kommentierst dann drüber, weil ja, man vertut sich dann immer so ein bisschen, man kommt dann ein bisschen durcheinander, zumindest geht es mir so, wenn ich da ja manchmal einfach aufnehme und gleichzeitig spreche. Das ist nicht immer so, ja, oder Sachen mache und halt gleichzeitig spreche man nicht so herum. Aber es ist, funktioniert da schon nicht. Das führt halt dazu, dass man manchmal verwirrte Sachen sagt. Wie auch immer, ich habe offscreen ein paar Kleinigkeiten angepasst. Allerdings glaube ich nicht allzu viel, wenn mich alles täuscht. Also ich habe dann noch am Ende von der letzten Folge irgendwie, keine Ahnung, hat die nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte, von der Logik her. Deswegen ja, die habe ich ein bisschen verändert, sage ich mal, in die Richtung. Ich habe nur noch ein paar Kleinigkeiten gebaut. Ich habe unter anderem endlich hier diesen Kreisverkehr und die Autobahnauffahrt und so gefixt, damit das nicht so seltsam aussieht. Ich habe mich hier, was diese Linien betrifft, an dem orientiert, was auf der Map schon gab. Kann man natürlich nochmal ein bisschen anpassen. Es sind natürlich diese Straßen hier mit diesen gelben Strichen. Die passen zwar nicht hundertprozentig in unser Thema rein, aber es macht auch nichts, wenn wir ehrlich sind. Was ich noch schauen wollte ist, dass wir hier sagen, ihr dürft hier quasi nur auf der Spur bleiben. Das heißt, wir haben hier eine Spur, die quasi reingeht und eine, die rausgeht. Einfach um da ein bisschen dem Verkehrsfluss zu helfen. Die können ja sowieso hier abbiegen auch. Das heißt, die können hier abbiegen. Jetzt überlege ich nur gerade. Wir haben wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, hier keine Node mehr. Das heißt, wir müssen hier eine Node einbauen, damit die hier Spur wechseln können. Hier gibt es eine. Hier ist es auch wurscht. Hier werden wir noch eine brauchen. Und jetzt haben wir das Problem, dass sich das nicht ganz ausgeht. Okay, schade eigentlich. Ja, auch nicht so tragisch. Die Idee ist einfach, dass man hier Spur wechseln kann, weil wir wollen natürlich da möglichst den Verkehr, ja, den Verkehrsfluss halbwegs aufrechterhalten. In dem Fall ist es aber auch wurscht, weil dann müssen halt die, die hier kommen, diese Spur wählen, um gerade weiterzufahren und diese Spur, um hier auf die Autobahn aufzufahren. Das ist, glaube ich, auch nicht so tragisch. Hier ist es auch nicht schlimm, dann die können eh hier gerade weiterfahren auf der Spur auch. Also es ist egal, weil schaut es auch verkehrsmäßig echt gut aus, muss ich sagen. Bin ein wenig überrascht, ehrlich gesagt. Hatte hier Schlimmeres erwartet, 74%. Wir haben hier ein bisschen viel Verkehr. Unter Umständen brauchen wir hier noch dann doch Ampeln oder ähnliches. Aber sonst alles im Allgemeinen schaut es gut aus. Wir haben auch derzeit einiges an Nachfrage für Industrie und auch für, ja, Gewerbegebiete und auch für Wohnungen. Wir sind aktuell bei knapp 9000. Wir brauchen natürlich noch, ich glaube, 11000 ist das nächste Ziel. Schauen wir mal, unser Busbahnhof hier ist auch gut besucht, also es ist nicht nur, dass viele Busse unterwegs sind. Und das mit den Bäumen, ich habe jetzt nochmal eine Einstellung gefunden in diesem Tree Anarchy Mod. Wenn ich es denn finde, mal schnell. Es gibt nämlich hier unter Tree Anarchy quasi die Möglichkeit hier High Tree on Load, also sprich, dass man entsprechend, wenn man das Spiel ladet, dass diese Bäume verborgen werden. Weil ja, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das dann bleibt, wenn ich die hier mit dem Move-It-Mod anpasse. Allerdings, weil wenn man das so ein bisschen bewegt, dann werden die automatisch gelöscht. Allerdings hat das nicht geholfen. Nach dem Neustart ist das alles wieder da. Das heißt, ich hoffe, die Einstellung bringt was. Werde ich ausprobieren. So, mein Plan ist auch so ein bisschen, wir können ja schauen, ob wir uns hier noch ein Quadrat dazu kaufen können. Wir haben sogar zwei, also wir können das hier oben auch noch kaufen, wenn wir wollen. Meine Idee ist nämlich so ein bisschen, wir bauen diese Autobahn hier runter und machen hier einen Anschluss dazu, zu dieser Siedlung hier, und werden diese Siedlung auch noch erweitern mit entsprechend weiteren solchen Gebäuden hier drüben noch ein bisschen, um ein bisschen einmal noch reinzubekommen. Und ich dachte mir dann, rundherum kommen ein paar so Villen oder ähnliches hin, ein paar so Einfamilienhäuser in die Richtung. Also ich habe da ein paar Mods gefunden, die mir sehr gut gefallen haben, ein paar Assets, da werden wir auch ein bisschen was bauen. Mein Plan ist auch, dass wir hier dieses Einkaufsviertel nochmal umbauen, nicht nur, dass das hier wir zu wenig Arbeiter haben. Ich kann nochmal schnell diese Gebäude zurücksetzen. Vielleicht überleben sie ja. Ich habe hier auch dieses historische Gebäude überall aktiviert, diesen selbst hingepflanzten, ja. Hier haben wir 123 Arbeit. Das ist ein bisschen viel für den Autohändler, würde ich jetzt behaupten. Aber ja, das können wir ja alles noch anpassen, wenn wir da ein bisschen uns noch herum noch was machen wollen. Ich habe nämlich die Idee gehabt, hier ein bisschen umzubauen. Und zwar, ich habe da so ein paar interessante Gebäude gefunden. Also unter anderem
Hier, gut, das war jetzt auch nicht... Wo war ich da? Hier war ich irgendwo zum Beispiel. Es gibt hier einen großen Ikea. Oder auch einen Obi-Markt. Oder hier ein... Ja gut, Deutsche Post passt da weniger vielleicht. Hier gibt es ein paar Gebäude, die eigentlich ganz cool wären, wie ich finde. Die wir hier unter Umständen benutzen könnten. Auch hier noch ein Metro und großen zum Beispiel gibt es. Ich habe dann auch gefunden, es gibt so ein paar... Carrefour gibt es hier. Cinema. Also irgendwelche... Hotels und so weiter. Also da wäre so ein bisschen meine Idee, dass wir vielleicht es schaffen, hier ein großes Gebäude in die Mitte zu pflanzen und dann rundherum so kleinere Geschäfte in die Richtung. So wäre ein bisschen meine Idee. Also dass wir sagen, okay, hier kommt ein fetter Ikea oder irgendwas in die Richtung. Einfach in die Mitte rundherum ein paar Parkplätze und so. Das wäre so ein bisschen meine Idee. Da mal schauen, wie weit wir in dieser Folge kommen. Wahrscheinlich kommen wir eh noch nicht dazu. Und ich habe auch festgestellt, ich habe hier verschiedene Straßentexturen benutzt. Das Spiel macht das zum Glück relativ schön mit dem Übergang, aber die stechen halt heraus und ich glaube, es gibt nicht von diesen Parking... wo ist denn das drin? Ich suche das immer hier. Es gibt nämlich von diesen Straßen mit Parkplätzen, wir können mal kurz schauen, welche das hier ist. Hier gibt es nämlich eine quasi, ja, Autosave. Jo, einmal hier mit Energie drüber, genau, das ist diese quasi benutzte Straße oder ein bisschen abgenutzte Straße. Die passt farblich aber hier besser rein, das heißt, wir werden schauen, dass wir zukünftig die eher verwenden. Ich habe auch noch ein paar Parkplätze und so runtergeladen als, Assets zum Hinplatzieren quasi, dass wir nicht immer diese Straßen verwenden müssen. Da werde ich mir ein bisschen anschauen. Mein Plan ist auf jeden Fall, dass wir hier diese Straße erstmal verbinden. Und dass wir hier entsprechend vielleicht einen kleinen Park oder ähnliches, irgendwelche Freizeitgebäude, weil wenn wir uns die Auslastung anschauen, die ist eigentlich ganz okay, glaube ich, so weit, so gut. Aber wir können natürlich entsprechend noch ein paar Gebäude hier hin platzieren. Ich will immer Pflanzen sagen, ich weiß nicht wieso. Wir sehen nämlich auch hier natürlich rund um den Park haben wir einen relativ hohen Bodenrichtwert, könnte man sagen. Aber hier drüben wird es dann schon weniger. Und wenn wir hier noch ein paar Gebäude hin platzieren, glaube ich, ist das schon ganz gut. Vielleicht bei der Schule wird es auch ein bisschen langweilig aktuell, können noch ein bisschen dekoriert. Also ja, es gibt viel, viel zu tun und nicht wundern, ich habe hier ein paar Gebäude hinplatziert, auf die, ja, die als Idee da waren, sage ich mal, da entsprechend noch was zu machen. Aber ja, gut, schauen wir mal, was es wird. Ich baue jetzt erstmal Straßennetzwerk und dann sehen wir uns nachher wieder. So, und ich habe dann noch diese Straßen hier gegen diese asymmetrischen Straßen gewechselt, weil ich einfach merke, ich glaube, das funktioniert ein bisschen besser. Wir können dann hier entsprechend noch einstellen. Ups, das war die falsche Taste. Jedes Mal drücke ich Escape und Escape ist aber in dem Fall nicht gut, wenn ich das drücke. Also Steuerung linksklick, dann legen wir hier eben explizite Abbiegespuren fest. Das ist eigentlich hilfreich, hoffentlich für den Verkehr so ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Idee. Hier haben wir den Anschluss auf jeden Fall zur Autobahn. Hier muss ich auch noch überlegen, irgendwie so ganz gefallen tut mir das hier nicht, mit dem, dass man von der Autobahn quasi abfährt. Aber ich glaube, damit können wir fürs Erste einfach auch mal leben. Und die Idee ist eben so ein bisschen, dass wir, hier habe ich die Straßen abgeredet. Ich habe auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Ich habe nur aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund quasi es nicht geschafft, das Video aufzunehmen. Die Tonspur ist da, aber das Video fehlt. Fragt mich bitte nicht, wie das passiert ist. Ich kann es mir nicht erklären. Aber gut, wie auch immer. Stimmt. Ich glaube, den Friedhof habt ihr auch nicht gesehen, den ich hier platziert habe. Der war nämlich auch ganz wichtig, weil hier entsprechend ein paar Leute gestorben sind. Gut, so viel dazu. So, ich habe hier ein paar Freizeiteinrichtungen hingesetzt, also einmal hier diesen relativ großen Tennisclub quasi,
entsprechend die Leute Tennis spielen können. Kleinen Fußballplatz für die Leute zum Spielen, ein kleines Plaza. Hier so ein japanischer Garten und entsprechend ein Basketballplatz. Meine Güte, was war jetzt da an dem Wort so schwer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dazu natürlich hier ein Parkplatz, damit die Leute entsprechend parken können. Hier eine Straße, auf der ich kein parken will. Hier auf diesem Wohngebiet ist es nicht so tragisch, aber hier drüben will ich es aktuell nicht. Und ich hätte jetzt gesagt, wir nutzen hier die Möglichkeit, die wir haben mit dem Move-It-Mod, dass wir uns entsprechend hier... Ich hätte hier gerne... Zäunen lassen wir mal weg. Ja, Bäume können wir eigentlich auch mitnehmen, glaube ich. Aber wir wollen die Zäune natürlich nicht mithaben. Und ich hätte auch gesagt, ja, müsste eigentlich gehen. Also wenn wir entsprechend hier diesen Teil uns nehmen, dann kopieren wir das alles. Da sind die Bäume hier auch dabei. Vielleicht machen wir das noch ein bisschen größer. So. Dann haben wir hier den Teil, da können wir dann auf Kopieren klicken. Dann haben wir das hier in der Zwischenablage. Das ist relativ hilfreich, nämlich wenn man da entsprechend solche Bereiche kopieren will. Und dann werden wir schauen, dass wir das relativ nah an die Straße hier platzieren. Snappt natürlich alles nicht ein. Die Straßen sind hier ein bisschen nicht ganz das, was wir wollen. So, dann bauen wir die Straße in die Kreuzung rein. Das sollte funktionieren, genau. Dann können wir uns auch darum kümmern, dass wir zum Beispiel hier mit dem Move-It-Mod... Oh, hey, also ja, sollte da umwechseln natürlich... diese Nodes ein bisschen verschieben, damit wir das mit den Abbiegespuren hier besser hinbekommen. Dann können wir auch diese Straße hier nehmen, upgraden in die andere Richtung. Wenn es mich dann lässt, so, damit wir hier die Abbiegespuren haben, hier auch das gleiche, damit wir hier entsprechend die Abbiegespuren haben. Und dann haben wir hier direkt ein paar weitere Wohngebäude und ich will mal ganz kurz pausieren, bevor ich hier weiter baue. Schauen wir, dass wir die mit dem Wasser versorgen. Aktuell schaut es gut aus. Ich habe das Spiel übrigens ein bisschen weiterlaufen lassen, weil ich ehrlich bin, weil mich hindert das immer daran, mich hat das ein bisschen daran gehindert, dass wir hier so wenig die Möglichkeit haben oder gehabt haben, entsprechend uns um ja, Dekorations weiter zu kümmern, um diese Gebäude zu kümmern, weil mir irgendwann das Geld ausgegangen ist. So, ich gehe mal kurz in das Menü hier rein. Das dauert immer ein bisschen leider. Das ist halt, ja, wahrscheinlich aber, weil ich viel zu viele Assets und Mods installiert habe. Nicht ganz so sinnvoll. So, und dann hätte ich nämlich gesagt, wir schauen das wie hier hinten. Und dazu schaut man mal kurz das Snapping hier aus. Dass wir hier hinten einen Weg entlang bauen, der auch hier auf die Straße rausführt quasi. Und das gleiche hier vielleicht so ein bisschen. Und können natürlich auch noch hier runter auf die Straße einen Weg bauen. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Vor allem dann können die Leute hier entsprechend von ihren Wohnhausanlagen. Das ist so ein bisschen die Idee. Das sieht hier entsprechend. Ich glaube, das ist angeschlossen. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber sollte passen. Wir können es ja noch ein bisschen näher an die Straße bringen. Damit das so ein bisschen mehr Sinn ergibt. So, irgendwo haben wir noch eine Node. Hier ist die Node. Ich glaube, hier dazwischen ist keine mehr. Macht aber auch nicht so viel. Also den Move-It-Mod kann ich sehr empfehlen. Mit dem kann man das auf jeden Fall alles ein bisschen hübscher gestalten. Auch weil, ja, das Spiel standardmäßig natürlich mit Kollision und so weiter ein bisschen ein Thema hat. Was eh klar ist im Endeffekt. Weil man natürlich damit versucht, Fehler zu vermeiden und Probleme und so weiter. Aber für gerade für so Schönbausachen und so ist es ein bisschen, ja, störend, könnte man sagen. Wir können auch noch hier theoretisch hier eine Node reinzwicken. Dann können wir die nämlich nehmen und das Ganze so ein bisschen näher noch ranbringen, damit das hier so ein bisschen besser passt. Da sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, aber es muss ja nicht gerade sein unbedingt. Den Baum reißen wir hier vielleicht ab, damit er nicht mitten auf der Straße ist. Und dann, glaube ich, schaut das ganz okay aus. Damit sollten auch wieder einiges an Leute dazu bekommen. Ich werde gleich mal unser Viertel hier erweitern, weil ich würde sagen, das gehört hier einfach mal noch dazu. Der Teil hier. Und wie gesagt, hier rundherum wäre dann so die Idee, ein paar Gebäude zu platzieren. Also ein paar Einfamilienhäuser oder ähnliches. Und hier können wir noch ein paar Kleinigkeiten vielleicht hinstellen. Vielleicht finden wir noch einen Park oder sowas in die Richtung. Ja, Parkplatz nicht unbedingt. Schalten wir hier mal wieder das Overlay aus, damit wir ein bisschen was sehen, was wir hier tun. Und es gibt ja da unzählige Parks. Ich habe da auch da zum Beispiel einen City Pool, würde es hier geben. Den könnte man hier, Autosave, hier auch hin platzieren. Die Leute können dann zu Fuß dorthin gehen. Das ist, finde ich, ganz, ganz praktisch eigentlich. Können wir hier hin platzieren. Da ist quasi so, ja, die Rutsche ist ein bisschen klein, würde ich sagen, für den Rest vom Pool. Aber damit hier entsprechend einfach die Leute ein bisschen was zu tun haben und was machen können. Thank you.
So, damit haben wir ein bisschen erweitert das ganze Gebiet. Also doch ein paar viele Wohnungen noch dazu gebaut. Hier eben diesen kleinen Freizeitbereich, sage ich mal. Hier habe ich noch einen ganz kleinen Mini-Park reingeschmissen. Ich glaube, das ist ganz okay. Die Straße führt erstmal nirgends hin, aber da können wir eben zum Beispiel Verbindungsstraße zu diesem Außenbezirk, sage ich mal, machen. Diesen Außenbereich, dieses Außenviertel. Jetzt schauen wir mal, wie viel Verkehr hier kommt. Hier kommen, glaube ich, schon die ersten. Wir werden uns gleich mal hier um den Verkehr kümmern, weil wir wollen natürlich genau sowas vermeiden, dass diese ganzen Affen hier da quasi sich reinzwicken am Schluss. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Wir wollen, dass sie hier quasi die Spuren auswählen. Allerdings nicht auf diese Art und Weise. Machen das mal schnell wieder weg, da was ich gemacht habe, hoppla. Das wollen wir so natürlich nicht. Also die dürfen auswählen, wo sie hinwollen. Die müssen gerade weiterfahren. Und die müssen gerade weiterfahren, damit entsprechend hier sich davor einreihen auf, auf der unteren Spur und dann quasi abfahren. Und das sollte vermeiden, dass sie hier komische Dinge tun. Was wir auch noch einstellen werden, ist, dass sie hier... Okay, das ist eingestellt eigentlich. Ich weiß nicht, warum die dann hier so langsam werden. Ist mir ein bisschen schleierhaft, wenn ich ehrlich bin. Und genau solche Dinge hier, die fahren hier einfach quer drüber. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das heißt, auch hier werden wir... Na? Mag nicht, Steuerung S. Mag mich nicht, okay. Spannend. Na gut, dann drücke ich nicht Steuerung S. Dann werden wir das Ganze einfach mal einmal händisch verlegen, sozusagen. Also mit Steuerung S sollte man eigentlich einstellen können, dass er in der Spur bleibt. Das wollte hier einfach nicht funktionieren. Auch hier machen die echt teilweise weirde Sachen. Wir werden einmal hier Steuerung links klicken, damit wir entsprechend sagen, ihr dürft nur, also die ist dediziert zum Abbiegen hier die Spur. Und hier dasselbe, damit wir entsprechend das mit den Lanes hoffentlich ein bisschen besser hinbekommen. Ich sehe gerade, dass das eine... Ah, okay. Ja, vielleicht sollten wir das... Ja, lassen wir es mal so. Nicht so wichtig fürs Erste. Hier, wie gesagt, wird nicht so viel Verkehrsaufkommen sein für den Anfang. Also auch jetzt wird da wahrscheinlich nicht so viel passieren. Ich kontrolliere noch gleich. Also das können wir uns noch nicht so ein Stück kontrollieren. Aber ja, somit sollte uns jetzt ein bisschen helfen, dass die Leute hier nicht auf dumme Ideen kommen und hier einfach rüber cutten. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, und da werden wir kurz noch auf die Geschwindigkeiten schauen, die hier auf der Straße festgelegt sind, weil warum werden die so langsam? Da gilt 100 und die fahren hier wirklich im Schneckentempo. Why? Was ist dein Problem? Vor allem dann wieder schneller, also hä? Manchmal verstehe ich die Logik von den Leuten einfach nicht, ich bin ehrlich. Ich meine, es ist auch nicht so, dass da jetzt ein irgendwas wäre, da ist nichts. Keine Ahnung, was hier das Problem ist. Naja, okay. Gut, wie auch immer, warten wir mal ab, bis hier ein paar Leute einziehen. So, und wenn ich sie laufen lasse, brennt es hier. Entsprechend unsere Feuerwehr im Großeinsatz. Wieder mal. Hat man schon lange nicht mehr. Aber die Häuser, glaube ich, schauen alle okay aus. Hier hinten, das schaut ein bisschen angekokelt aus. Aber die ganzen Bäume brennen ab. Das ist natürlich nicht so gut. Gut, dass die Feuerwehr nicht weit weg ist. Ich glaube, hier hinten ist die Feuerwehr. Also, das ist zum Glück relativ nah. Aber trotzdem, ja. Ein bisschen ärgerlich natürlich, wenn es hier brennt und die ganzen Bäume abfackeln. Ich befürchte, da werden wir uns dann wieder darum kümmern müssen, dass die wieder hübsch aussehen. So, wie schaut man aus hier in dem Bezirk? Victoria Hügel. Wir haben aktuell hier 7200 Einwohner. Also es wird ein bisschen mehr. Es ziehen, glaube ich, immer noch Leute ein hier. Ist ein bisschen Verkehr, aber eigentlich gar nicht so tragisch. Ich glaube, hier sind nämlich noch überall Ampeln auch wieder drin. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Fürs Erste würde ich sagen, stellen wir mal aus, dass wir hier Ampeln haben. Und stellen mal... Ja, das war schon wieder einmal zu viel rechts geklickt. Stell mal ein, dass die hier Vorrang geben müssen. Hoppla, das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, was wir hier eingestellt haben. Ah, hier sind Ampeln, okay. Na, unter Umständen funktioniert das mit den Ampeln eh. Wir lassen es mal so hier oben, würde ich sagen. Haben wir es jetzt mal geändert. Das passt schon ganz gut. Und ich würde sagen, ich kümmere mich ein bisschen um ein Road-Netzwerk, ein Straßennetzwerk, dass wir, wo wir dann entsprechend unsere Einfamilienhäuser so ein bisschen... Ich habe geschaut, es gibt ein paar sehr coole Villen und ähnliches, die ich ganz nett finde. Also da könnten wir uns darum kümmern, dass wir da so ein bisschen ausbauen.
Der Bereich hier wird ein bisschen hügelig, aber ich glaube, das geht noch. Ich habe mal ein bisschen die Autobahn verlängert und so ein bisschen versucht, mit dem Gelände zu gehen. Weil wir werden auf jeden Fall hier nochmal einen Autobahnanschluss machen. Da müssen nämlich die Leute, die hier runter wollen, nicht immer den ganzen Weg hier runterfahren. Das hilft, glaube ich, für den Verkehr auch ganz gut. Hier brennen immer noch unsere schönen Bäume ab. Schade eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Aber gut, was soll man machen? Wir werden die auf jeden Fall noch wieder ranpflanzen. Ich habe jetzt absichtlich diese Straßen nicht verbunden, weil ich jetzt nicht so direkt will, dass die da quasi von dem einen Gebiet ins andere fahren können. Das werden wir, glaube ich, lassen. Und ich habe überlegt, wir können ja mal hier noch schnell mal dieses Gebiet hier einzeichnen, das ich mir hier zurechtgelegt habe, sage ich mal. Das Ganze läuft eben so ein bisschen an der Bahn entlang. Ja, inwiefern wir das quasi so lassen oder vielleicht noch ein bisschen ändern, weiß ich noch nicht. Wir werden übrigens da die Schule und so noch in diesem Bezirk dazu bringen, genauso wie das Industriegebiet, das gehört hier alles dazu. So, werden wir es ungefähr machen. Und wir können dann zum Beispiel hier bei diesen Umbauhügeln in den Themes, können wir nämlich sagen, in dem Theme Manager. Ich habe hier ein bisschen getestet, also ich habe hier ein, wenn ich es denn finde, Custom Theme Test angelegt. Und wenn wir hier schauen, was hier included ist, dann ist es nichts, weil das Ganze ist natürlich hier ein Low Density. Und ich habe hier ein paar dieser Villen, also entsprechend dieser ja ein bisschen moderneren Gebäude, Einfamilienhäuser zum Teil, Zweifamilienhäuser, Doppelhäusern halt, entsprechend auch ein paar so, ja, sind das japanische Gebäude eher. Ich finde, die passen vom Stil her aber eigentlich halbwegs dazu, zu diesen modernen. Hier haben wir auch noch ein paar sehr moderne Gebäude dabei, ein paar moderne Einfamilienhäuser. Ich überlege, ob wir das einfach normal ausgrenzen, also ausschreiben sozusagen, damit die Leute sich selbst ihr Gebäude bauen. Weil, ja, das könnte, glaube ich, ganz gut passen, wenn wir hier auf das, ich hätte das eigentlich gleich einstellen können. Dann schauen wir mal schnell, dann sagen wir hier Enabled Theme Manager, Custom Theme Test. Ich kann es leider nicht umbenennen, deswegen heißt es jetzt so dämlich. Ich dachte, man kann es im Nachhinein umbenennen, deswegen habe ich da noch nichts eingestellt. Aber was soll man machen, ist halt so. Wir wollen in diesem Teil auf jeden Fall, da müssen wir schauen, dass die Autobahn nicht inkludiert ist, beziehungsweise ich glaube, das zählt da eh nicht. Ich hätte nämlich gern hier Verbot für starken, hat keinen Einfluss auf Autobahn, okay, das passt eh, ein Verbot für starken Verkehrsauslastung, weil das wollen wir nicht unbedingt. Das finde ich nicht so toll, muss ich sagen. Und ja, sonst, ich meine, wir könnten theoretisch so Sachen wie den Stromverbrauch, Wasserverbrauch so ein bisschen regulieren. Lassen wir fürs Erste. Ich glaube, wir haben nicht so die Probleme momentan, was diese Sachen betrifft. Und jetzt wäre eben die Idee, dass wir hier einfach diese Zonen ausweisen. Derzeit ist es so, dass man hier auf der Hauptstraße auch parken darf. Ich lasse das fürs Erste mal so. Ich weiß noch nicht, wie schlimm das wird. Vielleicht unter Umständen müssen wir das nochmal ändern. Ich werde hier auf jeden Fall den Teil umbauen, sodass wir hier eben diese expliziten Abbiegespuren haben. Das ändern wir hier noch ein bisschen. Ja, also das kann man auch durchaus ein bisschen schöner machen. Fürs Erste lasse ich es jetzt mal so. So viel Platz ist es eh nicht, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt hätte ich einfach gesagt, wir nehmen einfach hier das Tool und zeichnen hier quasi einmal drüber. Ich pausiere mal schnell, damit hier nichts Komisches passiert und so. Wenn ich so eine kleine Fläche überlasse, dass da vielleicht keine Leute einziehen oder so. Deswegen ist die Idee, dass man so ein bisschen vielleicht hier entsprechend entlang. Ich hoffe, dass hier nicht ultra viel Verkehr sein wird. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Und dann werden wir das Ganze hier bis hier, ich sag mal, hier rüber machen. Wir können natürlich noch einen Anschluss hier reinmachen in das Parkgebiet. Dann freuen sich die wahrscheinlich auch ein bisschen drüber, sage ich mal. Und hier werden wir das Ganze so relativ nah anschließen. Hier ist zwar kein Parken erlaubt, aber das macht ja auch nichts. Die Leute müssen ja nicht unbedingt parken. Und einmal Autosaves. So, dann schauen wir mal kurz in unseren Stadtpark. War das unser Stadtpark? Ist unser Stadtpark hier. Und das ist aktuell nicht im Parkgebiet. Das heißt, das müssen wir natürlich entsprechend hier auch noch weiter rauszeichnen. Ich hätte gesagt, wir machen einfach hier unten einen Eingang, weil das passt ganz gut und vielleicht noch hier einen zweiten dazu. Ich glaube, das schadet nicht. So, machen wir hier einen Eingang hin und hier einen Eingang hin. Und dann verbinden wir den ganzen Spaß hier. So, dazu haben wir natürlich unseren Zaun abgerissen, aber das war fast zu erwarten. Ist aber auch nicht ultra tragisch jetzt. So, wo ist denn der Zaun? Hier ist der Zaun. Dann verbinden wir das so ein bisschen. Können wir auch noch hier einmal, wenn es denn aufhört, herum zu snappen, komisch. Ich schaue gerade, wo hier der Zaun endet. Keinen blassen Dunst. Hier drüben, okay. Verbinden wir das so ungefähr. Ja, muss nicht perfekt sein. Kann man auch nochmal drüber schauen, dann in weiterer Folge später mal. So, und hier machen wir den gleichen Spaß auch einmal.
Dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht an den Zaun rankommen. Und hier drüben verbinden wir das auch einmal. So. Genau. Damit ist unser Zaun auch wieder quasi fertig. Wir werden wahrscheinlich uns darum kümmern müssen. Müssen noch mal schauen, wie es beim Müll ausschaut. Wir werden auf jeden Fall hier oben die Müllhalde mal ausleeren müssen. Wenn man das auslernt, dann können wir die auch abreißen in weiterer Folge. Ich baue nämlich hier eine Müllverbrennungsanlage hin. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Wir können auch entsprechend, ja, das Industriegebiet. Wir haben aktuell sehr hohe Nachfrage nach Industrie. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn ich hier mehr Häuser baue und mehr Menschen einziehen und wir eigentlich schon eine relativ hohe Arbeitslosenrate haben. Nicht ganz optimal, bin ich ehrlich. Kann man zumindest so nennen. Ich hätte auf jeden Fall jetzt trotzdem mal ein bisschen das fertig gebaut hier. Ich glaube, wir können auch hier ein anderes Gebäude hier platzieren, damit die Leute da entsprechend auch, die hier einziehen, so ein bisschen zufrieden sind, hoffentlich zumindest. Was haben wir hier denn Schönes? Ein Pool, ein Footballfield. Ja. Ja, ist ein bisschen groß. Vielleicht für den kleinen Teil. Hier haben wir noch ein paar. Ja, also ihr seht, ich habe da jede Menge Sachen installiert. Das ist auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr groß. Wir haben hier einen großen Spielplatz, Park mit Bäumen, kleiner Spielplatz, kleiner Park, Hundepark. Ja, nehmen wir einen Hundepark, den platzieren wir noch hier hin. Der wird sich sicher gleich beschweren, dass er keinen Strom hat. Aber ja, damit müssen wir wohl fürs Erste leben. Wir haben hier unten Strom, weil hier entsprechend diese seltsame Anlage ist. Ja, schauen wir mal. Und meine andere Idee ist, ich habe hier schon so einen Zaun benutzt. Mal schauen, ob mir der Find It Mod das quasi finden und aufrufen kann. Ja, dieses Menü, wenn es aufgeht, ruckelt immer. Ich weiß. So, nein, das hat nicht funktioniert, aber es ist dieser Zaun hier, wenn mich alles täuscht. Ich hätte gerne mal das Snappen ausgestellt, weil das ein bisschen mühsam ist. So, schauen wir mal kurz. Ja, das schaut richtig aus. Dann verlängern wir den erstmal hier rüber. Müsst ihr schauen, vielleicht gibt es so eine Art Schallschutz. Oder so Mauer oder sowas in die Richtung. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Wir werden erstmal nur so ein bisschen quasi die Abgrenzung zwischen den Wohngebieten. Vielleicht noch ein bisschen Bäume hin, damit das entsprechend nicht zu laut ist sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie effektiv der Einfluss von der Bahn hier ist, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wir können auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass wir hier eine Linie an Bäumen ziehen sozusagen. Ja, sie sind vielleicht ein bisschen groß oder so. Die passen vielleicht ein bisschen besser. Soll natürlich jetzt nicht drüber stehen über den, über die Schienen. Das macht's und ist vielleicht nicht so gut, um das mal so zu sagen. Weil ich glaube, die, ich meine, nicht, dass die Züge in diesem Spiel ein Problem damit hätten, aber ja, trotzdem. Wenn wir es vermeiden können, werden wir es vermeiden. So, dann haben wir hier eine kleine Baumreihe. Und ich werde jetzt noch hier, es hat immer nicht aufgehört zu brennen, es brennt hier immer noch, das macht mich ein bisschen fertig. Boah, leck. Ich weiß gar nicht, achso. Die Bäume stehen hier eh, es fehlen nur die Blätter, okay. Ich weiß gar nicht, ob das wieder sich wieder richtet oder nicht, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Bereich hier mal ausgeschrieben quasi, da können es Leute einziehen. Das Problem ist, wir haben halt aktuell relativ wenig Nachfrage, das heißt, ich würde sagen, ich kümmere mich noch hier darum, dass wir hier so ein kleines Industriegebiet bekommen, weil das ist nicht so weit weg. Da müssen die Leute nicht so weit fahren. Ich glaube, das wäre ganz gut. Thank you.
So, und ich habe mal hier nun ein Mini, eigentlich Industriegebiet aktuell mal ausgegrenzt. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe hier einfach ein paar Gebäude platziert. Die werde ich alle auf historische Gebäude stellen, damit sie entsprechend nicht einfach despawnen und ersetzt werden durch was anderes. Das wollen wir nämlich vermeiden so ein bisschen, weil das könnte den Stil unter Umständen zusammenhauen. Das möchte ich natürlich nicht. Auch dieses große Distribution Center, ja, da passen einige Leute rein. Das heißt, wir sollten damit hoffentlich erstmal ein bisschen die Need oder die Notwendigkeit. So, das haben wir noch umdrehen hier. Ja, ich weiß, die Notwendigkeit nach entsprechend Industrie ein bisschen abdecken. Damit können ein paar Leute hier einziehen. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Wir haben natürlich das mit dem ungebildeten Thema wahrscheinlich immer noch. Aber zumindest haben wir so ein bisschen. Und ich habe hier schon wieder die falschen Straßen benutzt. Für die Parkplätze. Und ich sollte auch noch Parkplätze drauf geben, weil sonst können die Leute nicht parken. Das mit der Kreuzung ist hier ein bisschen eng, aber ich glaube, das geht noch halbwegs. Und lasst mich noch schnell hier Parkplätze platzieren. So, damit haben die Leute, die hier arbeiten, auch entsprechend eine Parkmöglichkeit. Wir können durch entsprechend noch einen Bus bauen. Und ich hätte gesagt, hier bauen wir noch eine ganz simple Buslinie, nachdem wir hier relativ in der Nähe ja auch das Busdepot haben. Bauen wir hier noch eine Buslinie, die entsprechend hier auch hält. Damit haben wir die Möglichkeit, dass die Leute hier an- und aussteigen können. Und ich würde sagen, damit lassen wir das Ganze auch vielleicht noch hier runterfahren, in dieses neue Gebiet, wo sich Leute gerade aktuell beklagen, dass sie keinen Strom haben. Das ja, passiert leider, was soll man machen? Werden wir gleich noch fixen. Wir können auch theoretisch einmal hier den Bus hier umdrehen lassen und dann lassen wir ihn auch zurückfahren zum Busdepot. Damit hat er so ein bisschen einen kleinen Bereich, wo er sich bewegen kann. Ich glaube, die Idee ist nicht schlecht. Dann haben die Leute hier auch die Möglichkeit herzufahren. Schauen wir mal, ob sich das füllt mit Arbeitern. Vom Prinzip her schaut es okay aus, würde ich sagen. Die Leute beschweren sich immer noch, dass sie mehr Industrie brauchen. Da können wir uns aber darum kümmern. Da können wir entsprechend hier noch ein paar Gebäude hinzufügen, wenn wir denn mehr Platz brauchen. Also ihr seht, ich habe hier ja an sich sehr viel Industriegebiet. Sehr viel Industriegebäude, so, nicht Gebiet. Ich wollte halt so ein bisschen für einen bestimmten Look war ich quasi aus. Hier platzieren wir noch ein, zwei Gebäude. Nicht so viele Leute rein. Weil das Ganze ein Industriegebiet ist, werden wir das Ganze einfach hier asphaltieren. Gibt es kein Grün, brauchen wir nicht. Bäume sollten wir vielleicht auch noch wegmachen dafür. Schaut ein bisschen doof aus sonst. Aber sonst, ja, glaube ich, kann man das erstmal so lassen für den Moment. Ist auch noch ein bisschen Grün zwischen den Parkplätzen. So. Damit hoffentlich können ein paar Leute eine Arbeit finden. Es ziehen natürlich mit der Zeit mehr Leute ein. Das heißt, wir werden auch weiterhin mehr Notwendigkeit haben dafür. Aber das ist halt so. Und die haben hier blöderweise noch keinen Strom. Da ist der Strom schon übergesprungen. Da warten wir noch damit, dass hier auch noch mit Strom versorgt. Und ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern, dass wir hier das Ganze mit Strom direkt beliefern. Ja, ich würde sagen, damit lassen wir es auch gut sein für diese Episode. Es ist auch einiges passiert wieder. Eigentlich gar nicht so viel passiert, außer dass hier sehr viele Bäume abgefackelt sind und ein paar Wohnungen dazugekommen sind. Aber wir haben, wenn wir uns das hier die Victoria Hügel anschauen, aktuell 2700, ja, quasi Haushalten. Wir haben die Arbeitsplätze hier drüben auch schon ganz gut gefüllt, würde ich sagen. Wir haben hier knapp 900 Arbeitsplätze. 7500 ist die Bevölkerung. Das ist, glaube ich, ganz okay. Hier diese Umbahügel. Hier platzieren sich auch einige Häuser. Es kommen halt einige vom selben Typ. Ja, ich weiß nicht ganz wieso. Wahrscheinlich von der Grundstücksgröße her und vom Level wird das irgendeinen Grund haben, dass die hier platziert werden. Ich weiß nicht genau, wie das System da funktioniert, wenn ich ehrlich bin.
Aber wenn das Ganze ein bisschen ausprobieren, einfach austesten und mal schauen. Die haben natürlich das Problem, dass sie nicht genug Arbeitskräfte haben. Ist klar, die brauchen nämlich sehr viel gebildetes Personal. Wenn wir aktuell schauen, haben wir zwar sehr viel gut gebildetes Personal, aber wenig normal gebildetes Personal, weil die Leute natürlich entsprechend weiter aufsteigen. Ja, ist dem sei so, was sollen wir denn machen? Universität haben wir aktuell nicht, das heißt, es gibt keine richtig hochbegabten, hochgebildeten, was auch immer die nächste Stufe ist. Hochgebildet, ja, heißt sogar hochgebildet, wah. Durch Zufall das richtige Wort erwischt. So, auf jeden Fall würde ich sagen, damit lassen wir es gut sein. Ich danke euch an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne, wie gesagt, Namensvorschläge oder ähnliches in die Kommentare posten. Ich habe übrigens die Stadt jetzt erstmal New Rockport genannt, weil, keine Ahnung, damit es erstmal einfach irgendeinen Namen hat. Und ja, damit lassen wir es auch gut sein. Vielen Dank an der Stelle und wir hören uns und sehen uns demnächst wieder. Bis dann, ciao.